Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich wollte euch zeigen, was ich die kommende Woche alles testen möchte. Das ist jetzt auch der Rest an dem, was ich mir vor ein paar Wochen alles so rausgesucht habe. Und jetzt kann ich meine Kisten auch neu befüllen und wieder testen, testen, testen. Nach der Reihe oder nach dem, ja, Testvideo zeige ich euch dann meine kompletten Produkte, die ich aussortiert habe. Es ist eine ganze Kiste voll geworden. Ich weiß auch noch nicht. Mal gucken. Vielleicht verschenken oder bei Kleiderkreisel reinsetzen. Ich weiß es noch nicht. Und zwar, ich zeige euch erstmal, es ist viel Lippenprodukte geworden. Ja, ich zeige euch erstmal die Palette. Ich habe noch eine dazu genommen, weil ich wollte die von Rival de Loop Young diese testen. Ich habe damals gedacht, das ist eine Highlighter-Palette. Ich habe nicht richtig gelesen. Und das ist halt alles nur so, ja, helle Töne. Deswegen habe ich mir diese noch mit reingenommen. Das ist von YouStar. Ich bin mal gespannt, wie die Pigmentierung ist. Ich gehe mal an das Orangene. Sieht man gar nicht so in der Kamera. Ja, das sieht auf den Kontur, auf das Konturprodukt bin ich gespannt. Ja, das wollte ich mal testen, wie das so ist. Dann habe ich zwei Highlighter. Einmal von Catrice. Das ist diese Palette. Möchte ich testen. Und einmal von Essence, der Prismatic Rainbow Highlighter. Den kennt ja jeder. Bin ich auch gespannt. Vor allen Dingen mit dem Blau. Es könnte etwas zu kühl werden. Nochmal reinkommt der Bronzer von Catrice. Da bin ich mir noch nicht sicher. Deswegen tue ich den hier nochmal rein. Dann zweimal Bronzing Powder von Belle. Diese kommen mit rein. Da das jetzt alles der Rest ist, tue ich alles mit rein. Dann einmal einen Metal Foil Liquid Lipstick in dieser Variante. Einen Lippenstift von Love in dieser Variante. Einen Cushion Eyeliner von Essence. Drei Lippenstifte, einmal von Catrice in dieser Variante. Der gefällt mir richtig gut. Also so vom Schauen. Dann von Alverde, so einen roten. Und von Astor, auch wieder so ein, ja, richtig rotes. Mal schauen, wie das so ist. Dann ein Lipgloss von Catrice. So, ja, lila, rosa. Der gefällt mir ganz gut. Dann einen Lippenstift von Manhattan. Könnte mir aber zu rot sein, weiß ich noch nicht. Nochmal einen Lippenstift von Maybelline. Da ist einmal ein Lipgloss und einmal so ein Topper. Dann einen Monolidschatten von NYX, der ist leider gebrochen, deswegen möchte ich den jetzt mal testen. Zwei Eyeliner, einmal von Essence in Grün, einmal von Huamianli, keine Ahnung, irgend so eine chinesische Firma, einen weißen Eyeliner. Dann von Wet n Wild ein Lipgloss in so einer Farbe, so rot metallic. Und zum Schluss von Kiko einen Lidschattenstift in, ja, lila. Bin ich auch noch gespannt, wie der so ist. Ja, das war es auch schon. Das ist ja eine gute Menge. Ich hoffe, ich schaffe es in einer Woche, aber ich denke schon, es ist ja
müsste ich schaffen. Ja, das wollte ich mit euch testen und ich hoffe, ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!